Wow, hat er nicht gesagt. Hast du echt den Engine Federvieh genannt? Ja, um genau zu sein, habe ich ihn blödes Federvieh genannt. Ach so. Ja. Hallöchen, meine Freunde, hier ist wieder euer Anime-Fan. Ich grüße euch aus Kyoto. Ich mache heute ein Let's Test mit Ares und Andres. Hallöchen, ihr beiden. Knock, knock. Ich antworte erst später, weil wegen Verzögerung der Übertragung nach Japan. Ja. Hi. Heute wieder ein Rennen ohne die Frau, damit sie aber trotzdem in gewisser Weise vertreten ist. Sperma-weiß. Sperma-weiße Karre. So, Freunde, wir sind mal gespannt. Ein Casino-Wallride vom guten Game-Story. Nee, oh, ich habe gerade nach oben rechts geguckt, da ist ein Wallride mit vielen Bäumen drin. OBS aufgehangen. Was? Ein Flugtor beim Anfahren? Ja, leck mich doch, Game Story. Was ist mit OBS gerade? Wow. Fick mich, Entchen. Ne, ich muss jetzt gerade gucken, was mit OBS los ist. OBS hat ja aufgehangen, Freunde. Ja, das sagte ich ja gerade. Ja, stoppe Aufnahme, dann. Nein, auch nicht streamen. Hallo, hallo, hallo. Oh, ein Stream. Er streamt unsere Aufnahme, ja, das ist geil. Ich warte hier. Komm, steh ich hier und singe, kommen sie von nah und fern. So, Freunde, Engine hat deine Technik, Engine unter Kontrolle zu bekommen. Jetzt geht's weiter. Ja, ganz komisch. OBS sagt irgendwie, nö. Ach, lul. Okay, machen wir mal. Enten und Technik. Das muss man hier so umfahren, wahrscheinlich vorher. Klar. Habe ich ja fast eine Copy gemacht. So. Er hat den Copy gemacht. Er hat ach, den Copy. Ach Mann! Hä, LOL, was? Oh! Federvieh! Wow, hat er nicht gesagt! Hast du echt den Engine Federvieh genannt? Ja, um genau zu sein, habe ich ihn blödes Federvieh genannt. Achso. Ja, mir war's. Wobei das ein Weißauto, da hast du also Likoka Federvieh genannt. Nein, dann hätte ich gesagt Likoka, du blödes Federvieh. Du hast Likoka auch schon als blöde Kuh betitelt, by the way, falls ich dich dran erinnern darf. Oh nein, 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 nein. Ich war dabei. Ja! Ich war dabei, ja! Please! Nein, überdreht! Okay, das habe ich jetzt noch nicht so ganz durchschaut. Was denn? Was du machen ich musst? Ich krieg die Kurve hier nicht hin. Welche? Hochfahren und nach rechts am Wallride fahren? Ja, danke. Die Idee ist klar. Nur, ich bin grundsätzlich irgendwie... Na! Ist das assi? Oh nein! Ich verliere immer den Grip, sobald ich über Höhe des Containers hinauskomme. Okay. Und ja, ich lehne mich nach vorne. Stoppschild, hör auf, mich zu vergewaltigen. Wenn ich mich nach vorne lehne, verliere ich hinten den Grip. Wenn ich mich gar nicht lehne, verliere ich vorne den Grip. Also ich habe mich ohne Lehnen gefahren und halt ohne Probleme. Ja, deswegen mein Problem hier. Achso, da. Junge, Game Story, die ist ein bisschen verwirren, die Map. Das Stoppschild hat mich bei so aussortiert. Aber warum zum Fick kriege ich keinen Radiosender rein? Was ist heute verkehrt? Bei Rockstar ist einiges verkehrt. Ja. Kleine Hüpfer drin, oh nein! Auch mal den Punkt. Finally. Ja, eine Game Story Map ohne die Koka, das ist böse. Aber die Frau nimmt sich Zeit für ihren Kleinen und das hat ist wichtiger. Ja, ist einfach so. Und das finde ich auch gut so. Dass und denk dran, musst du Unheiten immer markieren, weil wir haben ja immer noch eine Let's Test, Freunde. Nicht vergessen. So ist es. Ihr findet die Map zum Selberzocken natürlich auch wie immer unten in der Videobeschreibung. Nein! Und laut meinem schlauen Zettel kommt. Scheiße! Laut meinem schlauen Zettel kommt die Folge auf Montag raus. Das heißt, wir hoffen natürlich, dass ihr ein schönes, entspanntes Wochenende hattet. Ja. Und ich bin in der Kyoto, Freunde, zu dem Zeitpunkt. Hat Spaß mit seinen Ladyboys. Das ist dein Fall mit hier, da kenne ich mich leider nicht mit aus. Ich habe das von Monte gehört, dass du das so machst. Achso. Ja, ja. Ich habe hab nur was mit Schnuffelkeks am Laufen. Wow, der wird sich freuen. Grüße gehen raus, Schnuffelkeks! Warte mal, wo ist mein WhatsApp? Oh nein!
Platz hat für den guten alten Running Gag. Ja, Moment. Sprachnotiz, sie glänzt. Ja, einer muss ja hier. Ich hoffe, du hast wenigstens unsere Schnuffelkeks eingespeichert. Da ist er. Und jetzt sind wir... Hallöchen, lieber Schnuffelkeks. Ich soll dir was vom Dicken ausrichten. Ich hab gehört, ihr zwei habt jetzt was am Laufen, sagt der. Ich wollte das nur mal so... Hätte ich jetzt gerne deine Meinung dazu. So zwei Seiten der Medaille und so. Was sagst du dazu? So, jetzt für alle Zuschauer. Bitte als Sprachnachricht. Danke. Oh, wow. Ich bin mal gespannt, was der gleich sagt. Ich auch. Oh, lol. Oh, leider sehr kurz, das ist natürlich ein Negativpunkt. Ja, das heißt, wir müssten tatsächlich noch was dranhängen. Ja. Weil zweite Runde und so. Ja, ich fahre gerade die zweite Runde schon. Ja, ich auch. Die zweite Runde mache ich hoffentlich alles First Try. Natürlich nicht. Das wäre ja lächerlich. Siehste? Ja, aber im Punkt explodiert, also ist mir egal. Oh Mann. Oh, das ist belastend. Oh, lol. Oh. Ali. Hallo. Aber cheaten könnte man auch, Tatsache. Also, du kannst, könnte hochfahren zum Gelben direkt. Du könntest hier vielleicht, glaube ich, fast alle cheaten, weil ich gesehen habe. Das sind natürlich auch Negativpunkte. Wow. Und ich verkack's aber. Oh, das heißt, ich habe ja eines müssen wir bekommen haben. Du wurdest überrundet. Das stand so nicht auf meinem Bildschirm. Okay. Er hat den Bildschirm geschrottet, so sieht's aus. Er hat einfach einen Tunnel reingehauen und sieht jetzt gar nichts mehr. Ja, an der Casino-Wand habe ich jetzt aber auch so ein bisschen meine Problems. Echt? Warum auch immer. Ohne Probleme. Ja. So, jetzt aber. Jetzt ist er wieder dran. Alter, der Trax ist einfach so ein geiles Gefährt momentan. Ja. Und da hat die Mieze, glaube ich, abgelöst, muss man ehrlich zugeben, Freunde. Ja, ganz eindeutig sogar. Und. I believe I can fly. Ich bin gesammelt und bin weitergefahren, aber ich war zu schnell und das hat mich echt überdreht bei der Spirale abwärts. I believe I can touch the sky. Nein, kannst du nicht. Wenn doch, würde ich dir raten, mein Flugzeug das Fenster aufzumachen. Bitte. Oh. Oh, Scheiße! Junge, da kann man echt... Wow. Aber nur kurzfristig. Ja. So, ich stehe im Pool. Oh, der hat den... Der Andrews wird gewaschen, Freunde. Macht er einmal im Jahr. So weit würde ich jetzt nicht gehen. Was sagen, machst du, glaube ich, nur einmal im Jahr, oder wie wäre das? Das Auto, das gewaschen wird. Nein! Puh. Da fällt was anderes ein. Aris, wenn du irgendwie mit guck mal links auf die Trabremme, da ist eine rote hohe Straße. Da sind wir gar nicht angefahren. Warum ist da eine hohe Straße? Wo soll er da sein? Rote Straße. Lol. Das hat mich jetzt so... Hä? Jetzt war ohne Mist. Schieten wir irgendwas? Game Story? Ja. Game Story! Schreib's in die Comments. Ich würde sagen, wir wollen wissen, was das ist. Weil das kann ja kein Hindernis sein, hier sind ja keine Punkte. Nee. Der kann ja keine unsichtbaren Elemente benutzt haben, die dich dahin führen, oder? Dass wir nicht rausspringen sollen. Keine Ahnung. Oh, jetzt funktioniert der Flip gerade nicht mehr. Das finde ich sehr seltsam. Ah, nice Sereno. So, zwei Runden, Ladies and Gentlemen. Das heißt, The Nacknack fährt gleich ins Ziel. Nacknack! Die Frösche kommen. Klar, Nacknack und Frösche, ne? Ja. Wissen Sie Bescheid, Monsieur. Enten auf der Autobahn kommen selten drüben an. Erster Platz! Völlig verdient! So. Und? Ne, schon wieder. Nein, hau ab, du Blö. Nebenbei, liebe Zuschauer. Ihr wisst ja, wir sagen euch gerne, ihr sollt mal Maps einsenden und so. Nein! Und auch, dass ihr dazu schreiben sollt, für welches System. Aber es bringt immer noch nichts, uns Xbox One Maps zuzuschicken. Das ist nicht so sonderlich helle. Das Problem ist auch, einige schreiben nicht dran, ob das PS4 oder Xbox ist. Ja, deswegen spreche ich das Ganze nochmal an. Schreibt es dazu. Und schreibt dazu, wer ihr seid. Einfach nur einen Map-Link in der E-Mail ist relativ witzlos.
Also der Flip ist ganz schlecht. Wenn ich tatsächlich bei manchen Zuschauern stolz bin, dass sie einen Maplink hinkriegen. Kannst du mal jetzt bitte irgendwie fahren oder so anders? Weil wenn du da so rumstehst und nichts tust, das ist für den Zuschauer langweilig. Dann musst du mir nicht zugucken. Doch. Ich musste gerade eine Ansage machen. Ja. Der Endos hat eine Ansage gemacht, Freunde. Ansage an die Zuschauer. Oh geil, Clickbait ist da. Wuhu, war der sexy! Was du predigst, den kriegst du. Mach mehr Speed. Speed und ein bisschen nach oben abspringen. Hast du ihn trotzdem? Nein! Ah, Ares? Das bringt auch nichts. Endes hört nur auf. Sensei, Anime-Fan. Was? Mal weiter. Du mich auch. Ja, ja, ist so, ne? So, Freunde, ich fahre ins Ziel. So sieht's aus. Dann sehen wir uns nach einem kurzen Cut. Map-Wertung? Wollen wir das nicht in der zweiten? Oh ja, können wir einfach in der Zeit machen, ja. Ja, machen wir so. Machen wir so. Spare in der Zeit. Da hast du es in der Not. Dann bis gleich zur zweiten Map. Yo Leute, und da sind wir zurück zum zweiten und letzten Rennen des heutigen Tages. Eine wunderbare Map vom lieben Peter Pan Mofo. Klingt ein bisschen wie By Us, Fuck You. Wer kennt den Film? Ich bin nur ein großer Träumer, doch ich weiß, es kommt der Tag. Was hast du dir? Irgendwann werden dann meine Träume wahr. Und wir begrüßen den epischen Zockerman im Otaku Club. Hallo, mein Freund. Nee, ich grüße den nicht, der stört meine Aufnahme. Genau, ist so aus Prinzip schon. Und wenn der neu ist, hat er meinen Duschschaum noch nicht gekauft. Stimmt. Da fallen die Haare von aus. Na, das würde kommt dann darauf an. Hey, wir sind Profis, Entchen. Was? Ihr könnt beide nicht Auto fahren, habe ich festgestellt. Natürlich. Okay, Entchen kommt auch nicht ans Gaspedal dran. Was kommt? Ja, aber was für eine Ausrede habe ich dann? Du bist auch ein Teilzeit-Entchen. Ich bin einfach blöde. Das hast du gesagt. Ja. Ich darf das ja auch sagen. Wie war das mit Einsicht und Schritt zur Besserung? Woo! Oh, das Ding ist breiter als ich dachte. Na, ich bin leider oben drauf geflippt und bin oben drauf erst lang gefahren. Ja, das Problem ist, dass ich nicht sehe. Auch nicht. Aber eine sexy Auffahrt war das. Ich Ultra. Bin auch noch mal oben drauf. Ich bin auch noch dran. Nee, wow. Ich bin gerade auch ein Stückchen zu hoch und bin oben drauf geflippt. Hätte da oben drauf weiterfahren sollen. First ja. Fucking try, wer seid ihr eigentlich? Ah, dein fliegt das dicke Entchen. So dick nicht. Also die schlammerweiße Karre bringt mir Glück. Danke, Schatz. Grüße gehen raus. Oh, Alter, Film ist anders als Ares, wo wir gerade gefahren. Wenigstens dein Autosperma. Hast du schon was vergessen, Ares? Was? Die Bewertung der letzten Map? Genau, wir müssen die Map davor bewerten. Ja. War ja eine Map-Bewertung. Richtig, war vom guten Game Story. Hast du gewonnen? Du hast gewonnen, ne? Nee, du hast mich überholt, weil ich habe ja am Ende dir ein bisschen in dir im Vorsprung gelassen. Ja, weil du ein richtiger Lappen bist. Muss ich anfangen? Ja, das ist ein bisschen schwierig, die Map zu bewerten, muss ich sagen. Wir hatten uns vorhin auch schon in der kurzen Pause unterhalten. Für euch ist es so eine Millisekunde Pause. Für uns war es eine halbe, dreiviertel Stunde. Wir haben noch in Ruhe was gegessen und. Weil wir haben heute noch straffes Programm vor uns. Kleiner Aufnahme, einer Punkt runter durch! Ja. Ist das ein Trottel? Ja. Was für ein Trottel, Alter! Er kommt durcheinander, Freunde, wir machen das Entchen wahnsinnig. Nee, ich komm nicht durcheinander, ich kleb hier am Board, Alter. Okay, zweite Runde auf, First One läuft. Ich schwanke tatsächlich zwischen 7 und 8 Punkten. Ich fand die Map persönlich ein bisschen kurz. Hatte jetzt als solches auch nicht so sonderlich viel Neues, ne? Also, nö. Ich finde, für einen Einsteiger geht die klar. Aber Games 2 ist kein Einsteiger. Nee. Und ja, ich meine jetzt auch also, dem Publikum. Also für Einsteigerfahrer, ja. Ja, für die geht das super klar. Ist dimmiges Konzept, ist ultra smooth gebaut. Also da kann ich hier keine Punkte für abziehen. Ach komm, ich gebe dir 8 Punkte. Oh, genau, charmant. Ja, ja doch. Entchen hat schon fast alles. Also, Freunde, ich bin bei 7 Punkten. Ich würde gerne 0,5 geben. Da aber ab 5 aufgerundet wird, bin ich auch bei 8. Die,
So, damit sind die Punkte vergeben und Daddy fährt zum dritten Mal am Ballride auf. Nimmt die Führung sexy mit. Also das hat Petai Panmofu Super wieder gebaut, Freunde. Ich nenne ihn jetzt nur noch By Us, Fuck You. Ich muss mal gucken, ob ich den Film finde, dann blende ich euch ein, aus welcher Stelle das ist. Ja. Ich finde geil. Ich finde den super. Endlich finde ich auch mich super, Freunde. Das halte ich für ein Gerücht. Ja, ist so. So gefährlich ist arrogant. By the way, auch First Try. Es wird heute echt eine kürzere Folge. Du weißt doch, in der Kürze liegt die Würze. Ja. Es ist nicht die Länge, sondern wie man damit umgeht, oder wie war das? Es kommt nicht auf die Größe des Hammers an, sondern wie man damit nagelt. Oh yeah. Da fällt mir, ich habe immer noch Thor's Hammer. Hallo. Mein süßer kleiner Junge. Ich war dabei oder kurz davor, jemanden zu überrunden. Und die Auswahl wird ein bisschen gering gerade. Hallo. So, Freunde, soll ich ins Ziel fahren? Wahrscheinlich, oder? Ja. Ja, ja. Und sobald ihr im Ziel bin, Freunde, heißt es auf Wiedersehen. Wir sagen Dankeschön und auf Wiedersehen. Schauen Sie bald wieder rein. Denn etwas Show muss sein. Wir sagen Dankeschön und auf Wiedersehen. Die Show muss weitergehen, auf Wiedersehen. Das war schade, aber es war, naja, nur halb schade, weil es war eine Aufnahme. Ist super. Gut, ihr Lieben, damit sind wir offiziell am Ende einer Episode angelangt. Wenn es euch gefallen hat, würden wir uns natürlich über eine positive Bewertung freuen. Checkt die Kanäle von Likoka, die aktuell leider nicht dabei ist. Und natürlich dem Anime-Fan aus. Oder vom Händchen. Oh yeah. Und kauft meinen Duschschaum. Ja. Unten in der Videobeschreibung sind die verlinkt für verfickte Scheiße. Wir müssen echt einen Duschschaum rausbringen, den wir dann auch unten verlinken. Müsst ihr haben. Der macht aus Memmen Men. Ihr wisst Bescheid. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sage schön mit Ö. Und noch einen wunderschönen Tag. Ciao. Ciao, ciao. Tschüss. Ja, deswegen ja. Verdammt, sie haben mich aufs Copy gesetzt. Ich glaube, der will absichtlich jetzt verlieren. Copy, wir haben alle auf dich gewettet. Nee, ich nicht. Tatsache. Oh. Weil ich es möchte Geld nicht. Gewinnen. Ich konnte nämlich nicht. Nee, ich will auch Geld machen. Deswegen. Ich habe... Ja. Die Map wow. Oh nein, das ist oh, nein, die wir schon hatten. Die. Nein, das ist für den Anfang der gleiche. Weil die hatte nicht die 70%, die wir hatten. Nee, das war eine Hardcore-Scheiße, oder? Nee, das ist die nicht. Oh nein, aber... Nein, siehst du, das geht hier hoch. Das ist kein Sprung hier, Ares. Stimmt, das war mit... das war auch nicht Sprung. Oder an die doch, das war Sprung. An, doch, das war Sprung. Aber, das da musstest du an den MG danach ran. Ja, ja, genau. Ja, ja. Ach, da unten auf die Plattform. Wow, sieht das geil aus, Freunde. Oh mein Gott, Subnail. Ach ja, ich nehme gleich auch. Scheiß drauf. Bist du schon so? Weißt du, wer das Köpfchen gedrückt hat? Oh mein Gott, Subnail. Scheiß drauf, ich nehme dich auf. Wow. Und Copy gemacht, ja moin. Ein Aussortierer, aber so ein Einzelaussortierer ist ja zum Glück harmlos, Freunde. GG. Ich sehe nichts voll. Also der Wallride ist erstmal ein schöner Anfangs-Wallride zum Trainieren. Oh, das ist. Oh, das ist sehr human. Die Aussortierer sind auch sehr human, Freunde. Ja. Ja, für einen Sprung ist das wirklich. Ja, ja, pass auf. Call jetzt bitte nix. Also 70%, ich sag nur 70%. Hör auf zu callen! Da kommt irgendein Abfuck-Element. Fahr sehr knapp auf die Plattform auf, du kannst noch eine Copy machen. Jo, hab ihn. See ya, bloody! Alter, ich hab ihn aber noch bekommen. Oh nein. Ich hätte jetzt man muss Aussortierer! Oh mein Gott. Jetzt schwimmen. Ja. Ein bisschen Speed muss man runterfahren. Ja, wo ist denn der Punkt? Oh, Enteneier. Ja. Da würdest du gerne große, dran, ne? Ja. Die dreh ich gerade ins Wasser runter. Richtig fette Nuggets, Digga. Nugget? Siehst du, das haben nur die Enten, ne? Ja. Mhm. Enten haben und richtig fette Nuggets. Und schon wieder. Wow, der wollte. Das ist jetzt hat er mich so abgehängt mit seinen Enteneiern. Jetzt sieht er. Oh, das finde ich geil. Ich hatte den Eindruck, von Wallride zu Wallride wird es ein bisschen schwieriger. Wobei der Wallride natürlich auch noch harmlos. Dinger. Oh, ja, das ist na, genau. Okay, da oben hat man die Auswahl schon gesehen, Freunde. Das heißt. Das sind die runden Flugtore. Da ist die Ausfahrt, Freunde, das heißt mal kurz eine Runde fahren. Da um deine Frage instantly beantworten zu können, mal eben. Och nein, ich fahr raus, jawohl. Obwohl beim Ende geil. Musst du immer aufpassen, da kann man den Copy machen. Ja, ich hab auch gerade einen Copy. Diesmal hat da keinen Fall hingeklatscht. Aber ey, was ist das für ein nice Map, Nico Kahn, also, wie kommst du hier durch? Ja, Tippvogel.
Ja, also muss ich aber auch sagen, das ist. Also vor allem mit den Toren, das ist. Neu, ich hab auch nur, aber Nelly, guck, kannst du uns mal Germanstand Z spielen. Die der Tür nach oben, ein Tipp, kommt Außertiere, Ares. Wow, was ist das? Wow, das ist auch mal eine nette Idee hier. Habe ich den Punkt eingesammelt? Ich habe keine Ahnung. Ja, hier oben war ein Punkt, wir müssen hier runterfahren. Wow. Ah, alles da, ich wusste es nicht. Du, das ich habe es auch nur gehört, weil ich gerade genau gehört habe. Du hast dieses Pong gehört. Hast du da Bock drauf? German Selbststand 1? Nicht im Video. Oh, nicht im Stream. Die sind zu gefährlich für einen Stream. Nein, was? Ein großer Träumer, doch ich weiß, es kommt der Tag. Irgendwann werden dann meine Träume wachen. Danke dir, Manuel Czerny. Danke für euren Support heute. Also, die Map ist geil. Immer neue Elemente. Ich bin gerade so dumm. Spong, das gefällt mir. Und was das nächste Spendenziel wird, das muss der Chef sich überlegen. Ein neues Entennest. Oh ja, ich muss ein neues Spendenziel wieder einrichten. Eine neue Grafikkarte für den Lieblingsmitarbeiter, der nicht bezahlt wird. Eine neue Tastatur, sie glänzt. Nee, Tastatur brauche ich nicht. Kann ich für uns alle. Okay, aber man kann schön hier hochspringen. Also Map, Element für Element, das gefällt mir richtig, was der Spong hier gebaut hat. Ey, das musst du mal wirklich just for fun ein Spendenziel machen. So oben Ant und dann Gehalt für meinen Lieblings-Endwiss oder so. Schreib's da hin. So, jetzt einfach nur nach unten. Ja, mal gucken, wie viel zusammenkommt. Ich würde keine Insel eintragen. Nur ein großer Träumer, doch ich weiß, es kommt der Tag. Ich bin ja offen für alles. Irgendwann werden dann meine Träume wahr. Danke dir, Thanos-Wolf. Auch in der Röhre kommt ja noch mehr Shit. Also die Hardliner, die werden safe was dazugeben. Ganz, ganz safe. Bin ich mir ziemlich sicher. Die Leute, die den Witz dahinter verstehen. Ey, die Map macht richtig Bock. Ich würde sagen, für eine Spong-Map, wow. Ja. Das ist das Strong. Oh, jetzt blöd. Hat genau manchmal richtig Schwierigkeit gerade. Ja, sie hat's was. Ich finde aber nice. Smooth. Ich find's auch mal interessant, dass er hier diesen Röhrenaufzug gebaut hat mit den Elementen. Mit den Elementen drin, yo. Sie können retten, aber sie können einen auch ficken. Ich hoffe, sie hauen das Endline weg. Die hauen das Endline nicht weg. Das Endline hat so das Dritter. Und du so? Ich bin Erster. Ich bin warum bist du Erster? Weil ich gerade am nächsten Punkt war. Ich bin direkt hinter dir. Ich wollte gerade in den Arsch springen, aber da ich aufgefallen. Kein Kontakt. Oh Gott sei Dank, ey. Oh, Mitya, Hallöchen. Hey, die Videos haben mich so getriggert heute in der Folge. Die Folge von heute habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht gesehen. Ich bin mal gespannt. Nein! Oh mein Gott, das war sowas von close, Digga. Amitya, das hast du in der Folge gesehen, wo ich gegen die Losers gespielt habe. Oh shit! Was da jetzt kommt, ne? Oha! Aber nett, was. Also für eine Spawn-Map ist das wirklich sehr human. Das ist komplett nice. Also, ich finde die halt ziemlich geil. Die hat alles. Ja. Wallrides, kleine Sprünge. Gleich das Ding erstmal markieren, Alter. Ja, Leute, ne, ich will ja nichts sagen, aber es war ja ultra easy. Ich schreibe gerade Geschichte, ich gewinne zum eine zweiten Spong-Map. Mal. Zum zweiten Mal. Auf einer Spong-Map. Hat nicht Anime gerade gesagt? Ich bin nur ein großer Träumer. Ja, ich weiß, es könnte mit singen. Irgendwann werden dann meine Träume wahr. Danke dir, Just Maxes beschäftigt mit singen. Bros für die Map-Erbauer. Oh, weil Max gut. Interessante danke Idee. Dir, YouTube Proskiller, das hat mich zwar an Copy gebracht, aber danke dir. Officer Motziban, was geht ab, Alter? Oh, Officer Motzi ist auch da, Hallöchen. Ja, Moinsen, Loris Brosch, ich grüße dich. Ja, YouTube Proskiller, was geht ab, man? Ich hab gemerkt, Copy will uns vereiern. Der will nicht, dass wir gewinnen. Manuel findet nein, aber jedes Mal auf Copy setzen, voll dir da. Aber für das Spawn-Map, 7 Minuten, Freunde, ich bin durchrasiert. Aber alles, aber das war eigentlich mal eine geile Spawn-Map.